Mary von Dänemark zeigte sich bei zwei Terminen an einem Tag. Ihre Looks könnten dabei nicht unterschiedlicher sein. Doch einer ist ein Albtraum für die Fotografen. Stylisch hat Mary von Dänemark, 52, schon lange den Mode-Olymp erklommen. Regelmäßig begeistert die Königin mit ihren stilvollen Looks und außergewöhnlichen Style-Kombinationen. Mühelos wechselt die Königin auch zwischen Business-Chic und Glamour-Look, und das sogar innerhalb weniger Stunden. Am Donnerstag, 26. September, führte ihr erster Auftritt des Tages sie zu einer Forschungskonferenz in Kopenhagen. Mary zeigte sich dabei in einem eleganten grauen Wolljumpsuit des Luxuslabels Max Mara, kombiniert mit farblich passenden Pumps. Besonders auffällig, die knallgrüne Tasche von Nina Ricci, die dem sonst eher schlichten Look einen aufregenden Farbtupfer verlieh. Königin Marys Look sorgte für Fotopanne. Doch nicht alles lief wie geplant. Was sie beim Styling wohl übersehen hatte? Ihr Jumpsuit löst den sogenannten Moiré-Effekt aus, ein Phänomen, bei dem feine Muster auf Fotos seltsam verzerrt wirken. Und genau das passierte bei Marys Outfit. Das zarte Karo-Muster des Jumpsuits sorgte auf den Bildern für unerwünschte Effekte. Aber wie wir die 52-Jährige kennen, ließ sie sich davon nicht beirren. Im Gala-Look lächelte sie den Fauxpas einfach weg. Nur wenige Stunden später trat sie erneut ins Rampenlicht, diesmal beim festlichen Dinner zum 400-jährigen Jubiläum der Kopenhagener Wertpapierbörse. Gemeinsam mit Ehemann Frederik, 56, bezauberte sie in einem atemberaubenden schwarz-weiß Abendkleid des dänischen Designers Lasse Spangenberg. Doch Mary wäre nicht Mary, wenn sie nicht auch hier mit einem auffälligen Accessoire punkten würde. Eine violette Satin-Clutch von Prada rundete den Look perfekt ab. Diesmal gab es keine Fotopannen, im Gegenteil. Mary und Frederik präsentieren sich in ihren glamourösen Gala-Outfits als das perfekte Royal-Paar und lieferten ein wunderschönes Motiv für die Fotografen.